Donnerstag, 23.43 Uhr, irgendwie spielt sich das alles gleichzeitig ab. Heute mit Scott Shelby. Gedanken hat er nicht. Nach Hause. So. Lauren? Es tut mir leid, Scott. Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. Ich sagte Ihnen doch, Sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. Auch die Ermittlung sind vorbei für immer. Wohl. Er muss der Killer sein. Charles Kramer. Lauren! Shit! Oh. Gut. So, was machen wir, Ich muss erstmal selbst retten. Und dann gucken wir mal. Wir dann irgendwie noch. Oh oh. Scherben. Was bin ich denn nicht? Dann nehmen wir die Glasscherbe halt. Verdammt! Glasscherbe. Und auch den Anzünder nehmen können, klar. So, müssen wir noch Lauren retten. Ja, komm, scheißegal. Der hat uns so viel geholfen, ehrlich gesagt schon. Aufwachen! Sie wacht nicht auf. Also dann mal so retten. Okay. So, hoffentlich nehmen wir sie mit. Gut. So. Raus mit euch beiden. So, wir haben es gerade so geschafft, ey. Knapp. Aber Kramer will uns umbringen. Heißt eigentlich nie was Gutes. Nie und nimmer was Gutes. Weil... Ich wollte mal wieder schwimmen gehen. Aber so war das nicht geplant. Haben Sie ein Auto zu Hause? Meins ist ja ziemlich am Arsch. Ja, klar. Was wollen Sie tun? Ich muss ein paar Dinge regeln. Ich bring Sie heim. Sie schließen sich ein und machen niemandem auf, außer mir. Okay? Los. Sei vorsichtig, Scott. Ich will dich nicht verlieren.